Hey meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Splatoon. Heute in der Herrschaft im Vierer-Teamkampf habe ich eine Lobby gemacht mit, ihr seht ja am Ende, wer hier alles mitspielen, Marcel, Lars und Fabi spielen mit mir gegen, wie ihr seht, keine Japaner. Also ich habe ja schon gesagt, dass ich halt auch, wieso färbe ich eigentlich ein, halt Teamkampf noch machen werde. Zum Glück haben wir einige Personen gefunden und wirklich, man sieht, also vielleicht auch noch später noch oder im Verlauf des Matches, es sind keine Japaner. Das sieht man einfach. Oh Gott. Die Granate war lebensgefährlich. Aber wenigstens habe ich den mit umgebracht. Also ich habe ja schon einige gekillt, glaube ich 4 Stück. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Es waren zu viele, um zu zählen. Auf jeden Fall, ja. Also wirklich, wenn die Japaner schon Splatfest haben, dann könnt ihr echt wirklich sehr gut euren Rang hochpushen. Jetzt stirb. Alter. Trotzdem, ich streng mich schon ein bisschen an im Rangkämpfen, so ein bisschen. Außer wenn wir jetzt richtig hart führen, dann kann ich ein bisschen mehr labern. Ne, ich glaube, der hat seine Tensuka ready. Aber ich kann meinen Inferno. Du bist tot gewesen, Baby Yoshi. Warum hast du Yoshi im Namen? Und das war jetzt fies. Die wurde von 2 Seiten umgebracht, angespritzt. Und der hat dieselben Schuhe mit denselben Stats. Der kleine. Finde ich nicht okay. Jetzt lasst euch nicht hier spawn treppen. Ihr kleinen. Mir viel zu viel wieder eingefärbt. Wenn wir diesen Scheiß hier verlieren, ne? Ja, komm halt um die Ecke. Riech ich ja auch, dass du jetzt um die Ecke kommst. Du hast leider nicht so gestunken wie andere. Ah, Team, please. Ich habe ich gerade eben gesehen. Boah. Lass mich. Ja, wieso? Nein. Wieso halten diese Hydra-Scheiße so lange und warum verlieren wir? Ein Disconnect haben wir nicht. Team, was macht ihr? Das gibt's nicht, ne? Fabi, mach was. Tu was, Fabi. Alter. Los! Nein, wir können das nicht alleine umfärben. Freunde, das ist unsere Chance. Das ist nicht euer Ernst, dass wir jetzt bei diesen Lappen gewinnen, verlieren. Das ist euer Ernst, ne? Es ist wirklich, ja. Okay, ich muss dazu sagen, ich mag ja Herrschaft, ne? Aber bei dieser Map ist das richtig scheiße. Das war die andere Map von Cassius Gatebook, ne? Da habe ich auch immer so eine richtig geile Pose, wo man denkt, ey, die ist doch voll gefährlich. Aber meistens gewinne ich da immer. Freunde. Die waren nicht, ja. Aber einige müssen sich ja noch einspielen. Einige haben auch gerade erst die Wii U angeschmissen. Und müssen erstmal reinkommen. Ich bin mir sicher, da geht gleich noch die Post ab, hoffentlich. Sonst werde ich böse. Sonst komme ich zu euch nach Hause und bringe meinen Eimer mit. Und stecke ich euren Kopf da rein. Dann werdet ihr schön absaufen. Wenigstens nehmen jetzt alle schon alle an. Natürlich nehme ich meinen Eimer bei sowas. Ich würde auch gerne so ein bisschen mehr Money farmen. Aber so wie es aussieht, scheint es wohl nicht zu gehen. Und jetzt erst recht nicht. Das sieht. Dieser RMR Nelson, dieser kleine Idiot, den habe ich schon so oft gesehen, als ich auch in der Zweier-Teamkampf-Lobby war. Der geht mir so richtig auf den Sack.
Wirklich, der geht mir richtig auf den Sack. Und wieso kommt schon diese Tümmlerkuppel-Scheiße? Natürlich, Dünenroller. Wir werden sterben, Freunde. Und jetzt gewinnen wir wahrscheinlich, weil die so gut sind. Bei solchen Noobs, da verlieren wir. Alles klar. Weil die Dünenroller kotzen mich jetzt schon mal. Deswegen, ich konzentriere mich mal und rede nicht so viel. Wow. Das ist wieder dieser Nelson-Idiot, ne? Oh, nee. Nee. Jetzt färbt er nicht ein, Marcel. Und noch haben die Herrscher auch nicht. Ich wollte gerade was sagen. Ich wollte am besten meine Fresse halten. Hast du dir so gedacht, von hinten zu kommen, von der Seite? Und du denkst so, dass du diese Scheiße. Geh weg mit deinem bekackten Dünenroller, ganz ehrlich. Wieso aktiviert sich diese bekackte Herrschaft eigentlich nicht? Und ich habe wieder keine Tinte mehr. Das gibt's nicht! Wenn ich einfärbe, diese Scheiße nie aktiviert wird. Hallo, kann die Herrschaft mal aufhören? Ich hasse das. Das ist das einzige Manko bei Herrschaft. Hier, wir haben schon so viel eingefärbt und die Zone färbt sich einfach null um. Dankeschön. Kannst du dich bitte verpissen? Was zur Hölle? Ich habe so gehört, irgendwie so ein Plumpsen. So richtig von so einem fetten Roller. Und sehe, oh, neben mir ist ja ein Ding. Tschüss. Und das war klar. Wieso hatte ich jetzt wieder keine Tinte mehr? Manchmal unterschätze ich das. Und ich sitze hier ein bisschen scheiße. Hab man wahrscheinlich jetzt gehört, aber es interessiert mich nicht. Ist auch wieder zu viel blau. Leck mich, du beschissener Dünenroller. Oh. Ach ja, bei der Aufnahme läuft es nie gut. Ich sehe das schon. Wahrscheinlich kommen wir auch direkt im nächsten Match schon wieder mit denselben Leuten. Verpiss dich, du bekackter Sniper. Ich glaube, es hackt bei dir. Oh, geht mir das hier auf den Sack. Ja, danke schön, dass du den mal umgebracht hast. Finde ich sehr okay. Warum stirbst du nicht? Millionen mal anhitten. Gefühlt. Was ein Scheiß. Können wir auch mal ein Match gewinnen? Jetzt fährt sich die Zone gleich wieder um. Natürlich. Alter. Diese Dönerroller, die... Wie? Ich soll sie jetzt ja Dönerroller nennen. Dann nenne ich sie jetzt Dönerroller. Die gehen mir richtig auf den Sack. Das ist so nervig und geht richtig auf den Piss. Das sind die einzigen Waffen auch, wie ich die richtig ankotzen können. Ohne Witz habe ich ja Elite sogar lieber. Weil diese Roller scheiße sind. Boah, nee. Wir kriegen das wieder nicht geschissen. Weil die Zone ist... Was, das ist doch wieder so eine Kack-Map, ne? Ich habe das Gefühl, dass ich auch alle wegkillen muss. Ich habe keine Ahnung. Die Map ist auch scheiße. Kann ich mal Punkasius Gatepack kommen? Ich will die andere Map. Und jetzt kommen wieder dieselben Idioten. 30 Jahre ist auseinander. Also, ja. Wenigstens. Nee, ich sag nichts. Ah, ist das schön. Das ist wieder das Aufnahmepech. Andere haben Aufnahmeglück, ich hab das Pech. Ah, ist das schön. Das ist richtig toll. Jetzt haben welche schon keinen Bock mehr. Fabi, warum bist du rausgegangen? Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst, Fabi? Was zur Hölle? Okay. Das ist ein neuer drinne. Hoffentlich nimmst du auch an. Ich
weiß jetzt nicht, wer das ist. Aber okay, dann nehmen wir jetzt mit ihm oder mit ihr den letzten auf. Vielleicht kann ich ja kurz gucken, was Fabi gesagt hat. Achso, er muss essen. Alles klar. Das ist eine Ausrede. Nein, Spaß. Oh ja, das wird ja noch schöner. Wahrscheinlich so ein Clan oder so. Hey. Es wird nix. Die letzte Runde fängt aber auf Punkasius Geldpack an. Das ist doch schön. Wenigstens etwas. Aber die werden wir ebenfalls verlieren. Hey, eine Only-Verlier-Runde. Hey. Und wieder ein Dönerroller und eine Elita-Kackmüll. ich muss gerade kurz gucken, wo die Elita ist. Hallo, ich will mal kurz gucken, wo die Elita ist. Zwei weggekillt und wer tötet mich? Dieser beschissene Dönerroller. Achso, die Elita ist ganz da oben. Okay, die kann. Ja, die muss auch mal kurz weg, ne? Aber die kann mich jetzt jedes Mal wieder töten, das ist das Problem. Sag ja, wenn ein. Verpiss dich. Ich glaube, es hackt wohl bei dir. Denkst du, ich habe deine bekackten Schüsse von dieser bekackten Octoshot nicht gehört? Von was denn? Ja, als ob, man. Ich hasse diese. Von einem Sprinkler. Den hat er da hingepflanzt. Schön, dass du mir entgegengesprungen kommst. Finde ich sehr toll. Ich bin hier nicht. Das ist nur Einbildung. Das kannst du mir nicht erzählen, wie viel Angriff der einfach hat. Wieso haben eigentlich manche so viel Glück und kriegen da wirklich überall Angriff oder so drauf? Oder was weiß ich? So. Ist doch krank, Mann. Oh, leck mich. Komm, verfolg mich doch. Komm her. Komm doch her, du Lappen. Alter. Dann kommt dieser bekackte Roller. Ja, auf damit. Langsam gehst du mir auf den Sack. Wie viele muss ich denn hier noch wegkillen? Holt doch mal die Zone. Ich kann nicht alles, Freunde. Wir hatten wenigstens einmal die Zone. Aber das war mir klar, dass wir diese Scheiße hier verlieren. Jetzt werde ich kurz sterben, glaube ich. Du brauchst dich nicht hinter der Wall verstecken. Kommt dieser. Kacke. Ja, genau. Ich hab die Elite gar nicht mehr mitbeachtet. Die sich jetzt auch gut verpissen kann. Wow. So schnell habe ich noch nie einen so wirklich gekillt. Team, ihr müsst auch wieder die Herrschaft holen, sonst wird das nichts. Das war scheiße. Und das war scheiße von dem. Alter. Kannst du es mal lassen? Ich wusste es. Ich hab's gehört, dass seine Tenzuka da raus ist und wir haben alle so viel. Aber wir halten uns irgendwie gut. Aber naja. Ja, komm halt von überall, Mann! Und jetzt tötet den doch nicht, sondern macht die Zone, Freunde. Bei Teamkampf und so sollte man immer mit Personen reden, weil dann kann man sich mehr absprechen. Du bekackter Dönerroller, ne? Du riechst mir so. Ah, wieso rege ich mich eigentlich auf? Ich weiß doch sowieso, dass wir schon verlieren. Das wusste ich doch schon am Anfang. Naja, das macht immerhin immer Spaß. Das macht mir wenigstens Spaß als mit Japanern. Aber trotzdem, diese
diese Waffen, Scheiße, die, das spricht Dynaroller und so. Ja, genau. Und wir haben den Scheiß verloren. Wundert mich das? Nein. Aber trotzdem, das ist immer wieder witzig. Ah ja, das ist richtig schön. Hm. Ah, man kann ja auch nicht immer gewinnen, man kann ja nicht alles haben. Aber immerhin waren das trotzdem spaßige Runden. Auch wenn mich manches aufregt, aber... Ja, es macht trotzdem immer Spaß, deswegen alles, was ich sage, sollte man sowieso nicht ernst nehmen, was ich als Beleidigung sehe. Aber das sollte klar sein. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Part von Splatoon. Ciao, Leute!